Das britische Empire war im Jahr 1914 wahrhaft weltumspannt und die Sonne ging dort niemals unter. Über Jahrhunderte der Eroberungen und Kriege hinweg war es Stück für Stück, Kolonie um Kolonie, auf allen 5 Kontinenten aufgebaut worden. Das britische Festland galt als sicher, doch diese Woche sollten zum ersten Mal seit über 200 Jahren wieder Einwohner Englands in ihren Häusern durch feindliche Angriffe zu Tode kommen. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. In der letzten Woche haben wir miterlebt, wie die österreichisch-ungarische Armee sich ein weiteres Mal blamierte, als sie erneut vernichtend in Serbien geschlagen wurde. An der galizischen Front weiter im Norden jedoch konnten sie den gewaltigen russischen Angriffen standhalten und sie sogar in die Karpaten zurückdrängen. Im nördlichen Abschnitt der Ostfront waren die Kämpfe zwischen Deutschland und dem Zarenreich nahezu zum Erliegen gekommen. Auch im Westen gab es keinerlei Bewegung und dies würde für die nächsten 4 Jahre dort so bleiben. Und fern der Heimat im Südatlantik vor den Falklandinseln war das deutsche Ostasiengeschwader unter Admiral Graf von Spee versenkt worden. Das Jahr 1915 rückt immer näher und mittlerweile hatten die kriegführenden Nationen ihren Ausblick und ihre Erwartungen in diesem Krieg etwas ändern müssen. Großbritannien und Frankreich fühlten sich zu diesem Zeitpunkt dazu verpflichtet, den preußischen Militarismus zu zerstören und wollten außerdem sicherstellen, dass Nachkriegsdeutschland weder die industriellen noch die militärischen Möglichkeiten haben würde, um einen neuen Krieg zu beginnen. Das bedeutete aber, dass das Deutsche Reich vollständig besiegt werden müsste, um solche Bedingungen überhaupt diktieren zu können. Die Deutschen sahen das Ganze aus einer existenzielleren Perspektive heraus. Eine Niederlage würde eine riesige Blamage für das Kaiserreich bedeuten. Zwar gab es vor dem Krieg keine konkreten Absichten und diesbezügliche Pläne, weder von Politikern, Militärs und erst recht nicht vom Kaiser, die auf eine Weltherrschaft abzielten. Mit der Zuspitzung der Julikrise und letztendlich dem Ausbruch des Krieges wuchsen jedoch die Pläne und Träume wichtiger Zeitgenossen im Deutschen Reich geradezu in den Himmel. Ganz besonders Banker und Industrielle sprachen immer öfter begeistert von ganzen Eroberungen und nicht nur ökonomischer und wirtschaftlicher Hegemonie als Kriegsziel. Auch Generalstabschef Falkenhayn sprach zuweilen von dauerhaften Eroberungen im Westen. Allerdings ging es hier, ähnlich wie bei den Alliierten, darum, nicht bald wieder von den anderen Ländern bedroht werden zu können. Deutschland hatte also ein großes Interesse am Selbstschutz, aber auch an der Öffnung der Weltmärkte für deutsche Produkte auf wirtschaftlicher Ebene. Die deutsche Strategie beruhte auf einem schnellen Krieg, sodass das Jahr 1915 eigentlich ein Friedens- und kein Kriegsjahr hätte sein sollen. Stattdessen fand sich das Deutsche Reich in einem riesigen Zweifrontenkrieg mit Russland und Frankreich wieder, während England allmählich die Kräfte aus seinem riesigen Empire zusammenzog und so schon bald ein ernstzunehmender Kriegsgegner mit Millionen von Soldaten auf den Schlachtfeldern sein würde. Nun wurde jedoch aus den verschiedenen Schichten der Bevölkerung die Meinung vertreten, dass der Krieg im Osten gewonnen werden müsse. Viele Menschen glaubten tatsächlich, dass es möglich war, Russland mit seiner mangelhaften und rückständigen Industrie zu besiegen. Dies würden die westlichen Alliierten dazu zwingen, die Aussichtslosigkeit eines alleinigen Krieges gegen Deutschland einzusehen und dem Kaiserreich einen Frieden anzubieten. Dieser Gedanke war jedoch völlig lächerlich, denn kein noch so glanzvoller Sieg Deutschlands im Osten hätte die Alliierten dazu gebracht, ihren erbitterten Kampf im Westen zu beenden. Die Alliierten mussten in der Tat erbittert kämpfen, denn durch seine militärischen Erfolge im August hatte Deutschland einen Großteil Belgiens und des französischen Industriegebiets im Nordosten Frankreichs, in dem ein Großteil der französischen Kohle gefördert und verarbeitet wurde, besetzen können. Zudem waren die deutschen Truppen nach wie vor nur noch ungefähr 100 Kilometer von Paris entfernt. Der französische General Joseph Joffre konnte es sich nicht leisten, passiv zu bleiben und zuzusehen, wie die Deutschen die nächste Offensive vorbereiten oder Truppen in den Osten verlegten. Außerdem war es für alle französischen Befehlshaber die oberste patriotische Pflicht, die Deutschen endlich von französischer Erde zu vertreiben. Die große Frage war nur, wie? Die Antwort auf diese Frage war eine ganze Serie von Winteroffensiven, die in dieser Woche begann und bis weit in das Frühjahr 1915 andauern würde. Eine dieser Offensiven war die Schlacht von Artois, die am 17. Dezember begann. Das Ziel war, die Anhöhen Lorettobergs einzunehmen, denn der Boden dort bestand aus Kalkstein. In diesen hatten die Deutschen sich tief eingegraben und ihre Gräben und Feldbefestigungen angelegt, denn dazu eignete sich Kalkstein im Vergleich zum lehmigen und verschlammten Boden weiter nördlich hervorragend.
Interessanterweise benutzten die Franzosen auch hier wieder jahrhundertealte Belagerungstaktiken, die man jedoch nach wie vor auch als geeignetes Mittel der modernen Kriegsführung ansah. Mit der Unterstützung englischer Bergleute unterminierten sie die deutschen Schützengräben und Feldbefestigungen und füllten diese sogenannten Minen mit Zentnern von Sprengstoff, um sie bei Angriffsbeginn in die Luft zu sprengen. Des Weiteren gruben sie von den Deutschen unbemerkt ihre Laufgräben immer dichter an die deutschen Schützengräben heran, um ihre Angriffstruppen möglichst nah am Feind platzieren zu können und bei Angriffsbeginn blitzschnell die feindlichen Gräben attackieren zu können. Sie versuchten außerdem, die üblicherweise durch starkes Artilleriefeuer vorbereiteten Großoffensiven durch mehrere kleine Angriffe ohne langwierige Artillerievorbereitung gegen strategisch wichtige Ziele, wie zum Beispiel die Anhöhe, zu ersetzen, denn das machte sie wesentlich flexibler. Ergänzt werden sollte diese Offensive durch einen gewaltigen Angriff in der Champagne. Zwischen den Orten Oberrief und Massiche, also in einer Breite von rund 40 Kilometern, standen dafür 250.000 Soldaten und 700 Geschütze bereit. Ziel der Operation war, den für die Deutschen äußerst wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Mézières einzunehmen. Das ist eine große und schwer vorstellbare Zahl, doch sie ist nichts im Vergleich zu den Größenordnungen, die wir an der Ostfront gesehen haben und noch sehen werden. Vor ein paar Wochen konnten wir beobachten, wie die österreichisch-ungarische Armee die Russen bei Libanova geschlagen und zurückgeworfen hatte. In dieser Woche kommt die Schlacht schließlich mit einer empfindlichen Niederlage auf russischer Seite zu einem Ende und der russische Vormarsch nach Budapest ist gestoppt. Die Österreicher konnten den Dukla-Pass halten und die Bedrohung Ungarns durch die Russen war somit fürs Erste abgewendet. Tatsächlich hätten die Österreicher sogar fast eine Gelegenheit gehabt, die Russen zu umzingeln, aber das harsche Winterwetter und das schlecht ausgebaute Eisenbahnsystem ruinierte diese Chance. Dies war zwar noch nicht das Ende des Bewegungskrieges an der Ostfront, aber es war ein weiterer großer Schritt, die Möglichkeiten Russlands, tief in deutsches oder österreichisches Gebiet einzufallen, zu beenden. Alle kriegführenden Nationen des Kontinents waren jederzeit der Gefahr eines gegnerischen Eindringens in das eigene Hoheitsgebiet ausgesetzt, nicht aber Großbritannien. Das glaubten die Briten jedenfalls bis zu dieser Woche. Am 16. Dezember beschossen Schiffe der deutschen Marine Scarborough, Whitley und Hartlepool an der britischen Ostküste. Zum ersten Mal seit 1690 wurden damit Einwohner Großbritanniens auf heimatlichem Boden durch Feindeinwirkung getötet. Doch was war der Grund für diesen Angriff? Es scheint wie ein reiner terroristischer Akt ohne militärisches Ziel. Es war jedoch im Gegenteil ein zielgerichteter, strategischer Angriff, um das britische Volk zu demoralisieren und zu verunsichern. Doch der gewünschte Effekt blieb aus. Tatsächlich schweißte diese willkürliche Beschießung und Tötung von Zivilisten die britische Bevölkerung zusammen und vertiefte nur den Hass auf das Kaiserreich, sodass diese sogenannten Baedeker-Raids zu einer ungewollten Bestärkung der britischen Propaganda führte. Tatsächlich war der deutsche Admiral Franz von Hipper nicht davon überzeugt, dass dieser Angriff auf die britischen Küstenstädte zum Erreichen des zweiten Ziels, nämlich dem Herauslocken der britischen Flotte aus ihren sicheren Häfen in die von Minen und U-Booten verseuchte Nordsee, funktionieren würde. Der Angriff auf die Küstenstädte war definitiv eine schlimme Sache, aber es hätte für die Briten an diesem 16. Dezember noch viel schlimmer kommen können. Britische Entschlüsselungsexperten hatten nämlich schon am 14. Dezember herausgefunden, dass von Hipper sich auf einen solchen Vorstoß vorbereitete. Aber sie konnten nicht herausfinden, welches Ziel er ansteuern würde. So warteten also 6 britische Schlachtschiffe und 4 Schlachtkreuzer mit Unterstützung von leichten Kreuzern und Zerstörern an der Dogger Bank in der Nordsee, um von Hipper anzugreifen, wenn seine Schiffe gesichtet würden. Was die Entschlüsselungsexperten jedoch nicht wussten, war, dass die gesamte deutsche Hochseeflotte ebenfalls in Richtung Dogger Bank unterwegs war. In der Nacht und am Morgen des 16. Dezember begegneten sich ab und an verschiedene verfeindete Zerstörer, aber der Seegang war zu rau und die Sicht zu schlecht, um ein erfolgversprechendes Gefecht auszutragen. Nach einigen Stunden mit diversen Scharmützeln zwischen den unterstützenden kleinen Kreuzern und Zerstörern stellten sich die Briten jedoch die Frage, wo bleibt die deutsche Hochseeflotte? Nun, Admiral Friedrich von Ingenohl hatte diese aufgrund des diesigen Wetters und der schlechten Sicht wieder kehrt machen und die eigenen Häfen anlaufen lassen.
Um 5.45 Uhr am Morgen hatte er die Nachricht erhalten, dass seine eigenen Zerstörer auf britische Zerstörer getroffen und in ein Gefecht verwickelt worden waren. Er nahm fälschlicherweise an, es hier mit der gesamten britischen Grand Fleet zu tun zu haben, weil seine Aufgabe nur darin bestand, durch Ferndeckung die Raubzugkreuzer zu beschützen und nicht die britische Flotte in einem großen Gefecht zu stellen, zog er ab und verpasste damit die wohl beste Gelegenheit der deutschen Marine, im gesamten Krieg mit überlegenen eigenen Kräften einen Großteil der britischen Home Fleet zum Kampf zu zwingen und niederzuringen. Beide Flotten erreichten ihre Heimathäfen also ohne den Verlust eines einzigen Schiffes, aber während die Deutschen nur eine großartige Gelegenheit verpasst hatten und die Moral der britischen Bevölkerung gestärkt wurde, verlor die britische Flotte enorm an Ansehen, als bekannt wurde, dass man von Von Hippers Angriffsplänen gewusst, aber nichts unternommen hatte, um ihn aufzuhalten. Nicht nur, dass man zugelassen hatte, dass hunderte Zivilisten starben, man hatte es auch nicht geschafft, Von Hipper nach den Angriffen zu stellen, sodass diese Menschen einen völlig sinnlosen Tod starben. Kein guter Tag also für die britische Marine. Auch für ein anderes Land, von dem wir bisher noch gar nichts in diesem Krieg gehört haben, war dieser Tag kein guter, nämlich für Angola, eine Kolonie des bisher neutralen Portugals. In dieser Woche fand nämlich die Schlacht von Naulila statt und diese hatte eine kleine Vorgeschichte. Im Oktober war eine deutsche Delegation aus Deutsch-Südwestafrika nach Naulila gekommen, um einen Nicht-Angriffspakt auszuhandeln, wurde jedoch dort getötet. Die Deutschen hatten mit Angriffen auf die Festung Kuanga reagiert und diese sowie einige andere kleinere Festungen schließlich zerstört. Jetzt, am 18. Dezember, war Naulila an der Reihe. Dieser kurze Angriff kostete die Portugiesen jedoch ungefähr 150 Mann, die nach rund 4 Stunden des Kämpfens flohen. Die deutschen Verluste hingegen betrugen gerade einmal 20% von denen der Portugiesen. Am Ende dieser Woche gab es also kleinere Scharmützel in Afrika und einen kurzen Vorstoß der deutschen Marine auf verschiedene britische Küstenstädte, der eine große Wirkung hatte. In Frankreich begann allerdings eine große geplante Offensive und die wochenlange große Schlacht im Osten kam zu einem vorläufigen Ende. Man muss sich einmal vorstellen, wie es für die Leute in Scarborough, Whitley und Hartlepool gewesen sein muss. Sicher, man befand sich im Krieg, aber niemand, nicht einmal der große Napoleon, hatte es geschafft, die einfachen Leute aus dem sicheren britischen Eiland anzugreifen. Für diese Menschen bedeutete das ein unsanftes Erwachen in der grausamen Realität des modernen Krieges. Dies war kein Krieg um Ehre oder Anstand, kein Krieg, der sich nach traditionellen moralischen Standards richtete. Dies war ein Krieg voller Brutalität und Tod in einem Ausmaß, das es nie zuvor gegeben hatte. Und es war ein Krieg, in dem sich die Trennung zwischen Soldat und Zivilbevölkerung auflöste. Niemand, weder Männer, Frauen noch Kinder in irgendeiner der kriegsführenden Nationen war noch sicher. In der letzten Folge ging es darum, wie Österreich-Ungarn eine herbe Niederlage gegen Serbien einstecken musste. Klickt hier, um euch die Folge anzuschauen. Folgt uns auf Facebook oder Twitter für mehr Hintergründe zum Thema Erster Weltkrieg und einen Blick hinter die Kulissen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren und empfiehlt uns euren Freunden. Bis dann. Bleibt dran.